Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gelan und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen einmal in den Great Vault schauen. Und zwar habe ich letzte Woche mit einigen Chars ein bisschen im Plus gespielt, war auch unter anderem Raid unterwegs, beziehungsweise auch mit einem Char im PvP. Und da wollen wir mal gucken, was so drin ist. Aktuell bin ich ja an den Sets dran aus der vierten Season. Und zwar gibt es da ja eigene IDs. Im Normal und im LFR bin ich schon durch. HC brauche jetzt noch drei Teile. Und warum ich jetzt hauptsächlich im Plus spiele, ist tatsächlich wegen dem Mythic-Set. Da kann man ja die Items auf Mythic-Item-Level upgraden und dann über den Katalysator auch das Set bekommen. Da brauche ich noch einiges, wie ihr seht. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein, was so drin ist. Jetzt habe ich das Set schon fertig. Ich war wegen dem Achievement, diesem Raid-Achievement, aber trotzdem im Raid unterwegs. Und mal gucken, was wir rausziehen. Ich habe den Main jetzt die Sachen so weit abgegradet, also wirklich was brauchen tue ich nicht. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwas, was ich für Timok benötige. Ich denke mal, das wäre auch noch nicht verkehrt. Also, was haben wir drin? Wir haben drei Teile drin. Einmal ein Trinket, das brauche ich schon mal gar nicht. Dann haben wir Hände drin. Set ist natürlich für den Sack, bringt mir nichts. Und wir haben den Kopf, den ich ebenfalls schon für T-Mock habe. Jetzt bin ich im Überlegen, was da am meisten Sinn macht. Also wahrscheinlich sogar die Marken. Und jetzt bin ich gerade überlegen, ich könnte wahrscheinlich sogar die Marken für Gold raushauen, oder? Brauche ich die kleinen Marken noch für irgendwas? Ich habe noch ein paar von denen rumliegen, aber ich kann ja eh nichts mehr upgraden. Pff, ja gut, also also ich könnte jetzt einfach Gold holen oder ich nehme die, wandle die um gegen die anderen Marken und ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hole mir das Gold. Ich brauche das Gear eigentlich nicht weiter upgraden von dem Char. Das ist eigentlich irrelevant, wenn wir ehrlich sind. Warte, ich hätte jetzt gehofft, dass vielleicht noch ein Timok-Item drin ist. Aber gut, soll nicht sein, würde ich sagen. Guck mal auf den nächsten Char. Als nächstes haben wir hier meinen Hunter. Und mit dem habe ich eigentlich schon relativ gutes Gear. Es geht ja immer um die Slots, die ich quasi auch für T-Mock brauchen kann. Da fehlt mir eigentlich jetzt noch der Gürtel und die Handgelenke. Der Rest ist auch schon soweit auf 5.19 abgegradet. Das ist quasi das Item-Level, was man für das Mythic T-Mock braucht. Ich habe sogar auch noch ein paar Marken. Also wenn ich jetzt was Gutes rauskriege, dann wäre es nicht schlecht. Ich kann euch auch noch meine Tabelle zeigen. Ich bin auch an den Waffen dran, also an dem Zeug hier. Dass ich die alle für diese Bronzemarken kaufe, also für das hier, antike Bronzebahn, und dann dementsprechend upgrade, ne? Also jetzt zum Beispiel hier musste ich noch was upgraden, habe ich aber glaube ich nicht genug Flugsteine gehabt, obwohl 250, vielleicht könnte es sogar fürs letzte Upgrade reichen, genau. Also da habe ich mir für diese Bronzebahn quasi alle Teile gekauft. Ich habe schon fast alle abgegradet. Ich kann euch mal meine Tabelle kurz zeigen. Also das sind die ganzen Teile und auf welchem Chars ich es dann jeweils habe. Und ihr seht, die grün sind, die habe ich schon auf 5.19 abgegradet. Und die jetzt noch nicht grün gemarkt sind, die muss ich nur upgraden. Aber gekauft habe ich mir schon mal alle. Und ja, das ist dann, sobald man halt eine Waffe mal auf 5.19 hatte, ne, also eine Zweihandwaffe zumindest, dann kann man alle anderen nur noch für Flugsteine upgraden. Braucht dann halt immer diese Bronze, die habe ich mir zum Teil aus dem LFR, aber auch aus dem HC-Raid geholt. Und ja, jetzt muss ich halt einen Haufen Flugsteine immer mit den Chars farmen, dass ich mir noch alles upgraden kann. Mit manchen, mit dem Hexer und ich glaube mit dem Evoker, da habe ich die Waffen noch nicht auf Max upgegradet. Da muss ich noch gucken, aber mit den anderen ist es eigentlich nur Flugsteine gefarmt. So, jetzt gucken wir mal mit dem rein und hoffen, dass ich Handgelenke oder den Gürtel kriege. Ah ja, wollte gerade sagen, was hat denn das jetzt? Okay, mit dem habe ich eine Hose drin und so wie es hier aussieht, gut, da war ich halt im LFR, ne? Aber das bringt mir gar nichts. Mann, die Taille wäre jetzt halt gut gewesen, ne? Jetzt bin ich am Überlegen. Ich könnte eine 5.22er Hose nehmen. Die ist halt eins besser als das hier. Die im Katalysator umwandeln bringt mir eigentlich nicht viel. Oder ich nehme die Marken und hab dann noch einige von den erweckten Wappen des Würms. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen hin und her am Überlegen. Weil wie viel habe ich denn? Ich habe jetzt 85. 90, also 45 sind 3, 90 wären 6 Upgrades. Eigentlich habe ich genug für die beiden Dinger.
Tja, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich sag's euch, wie es ist. Also ich könnte es eigentlich, weil wenn ich jetzt hier die Marken nehme, kriege ich halt 6 Stück, ne? Dann hätte ich nur einige Upgrades offen. Was hat denn der jetzt hier noch? Der hat auch noch ein paar Aspektwappen. Also wirklich. Eigentlich bleibt sich's vollkommen gleich, wie rum ich's mache, ne? Also höher werde ich die Hose eh nicht upgraden, deswegen. Ich glaube, wir nehmen mal die Marken. Eventuell grade ich dann vielleicht nochmal einen Ring oder irgendwie sowas ab. Da werde ich nochmal ein paar brauchen von denen. Ja. Oder halt auch die Trinkets, dann machen wir es lieber so. Weil die Hose muss ich jetzt bloß in den Katalysator reinhauen. Dann muss ich wieder einen Charge rausballen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch genug habe. Weil jetzt muss ich für Handgelenke und Gürtel muss ich auch noch einen sparen. Okay, nehmen wir jetzt lieber mal die Wappen. Dann habe ich auf jeden Fall hier schon mal genug. 131. Dann muss ich keine niedrigeren Keys farmen. Das ist wahrscheinlich sogar overcapped mit dem Dingern. Gut, dann war das mit dem hier leider eine Nullnummer. Jetzt gucke ich nur schnell, ob das nicht zufällig nur reicht. Mit den Flugsteinen, die ich habe. 200. Na doch, müsste reichen hier für die Waffe. Dann haben wir jetzt noch einen T-Mog und jetzt kann ich das in meiner Liste, die ich euch vorhin gerade gezeigt habe, auch nochmal kurz quasi hier grün. Na gut, das ist der falsche Grünton. Wer hier war es? Und der hier, oder? Ja. Seht ihr jetzt hier in Amyrdrasil ist es eigentlich nur noch der Hexer mit 3 Items und der Evoker mit jeweils 3 und hier ist es auch nochmal ein Hexer-Item und hier unten nochmal ein Evoker-Item. Also die haben beide jeweils 4 Items, die ich upgraden muss. Aber bei denen, ich habe das hier oben in meiner Tabelle auch gemarkt, habe ich die Waffen leider noch nicht auf Max abgegradet. Also da muss ich mal noch gucken. Genau, so viel dazu. Gut, dann gucken wir weiter zum nächsten. So, als nächstes haben wir jetzt den Hexer und wie gesagt, der hat halt die Waffe erst auf 506, da fehlen mir noch ein bisschen die Wappen, wie ihr seht. Ich habe ein paar Aspektwappen, aber von den Würmern habe ich leider aktuell keine. Ich habe das jetzt mal aber noch offen gelassen, falls ich jetzt hier nichts Sinniges rauskriege, kann ich die Würmwappen nehmen und damit vielleicht den Stab ein bisschen upgraden. Genau, das ist so ein bisschen der Plan. Was brauche ich mit dem noch? Kopf, Ding, das habe ich alles schon. Handgelenke würde ich auf jeden Fall brauchen. Schuhe habe ich, Gürtel, Handgelenke und Gürtel ist es. Die ganzen T-Slots habe ich schon. Jetzt gucken wir mal rein. Ich habe die halt noch nicht alle auf Max abgegradet. Ich spare mir jetzt erstmal die Marken, weil es kann ja sein, dass dann so ein Item drin ist und dann wird es eigentlich keinen Sinn machen, wisst ihr? Schon die Marken raus tun. Warte, was haben wir gesagt? Handgelenke brauche ich. Okay, also wir nehmen, denke ich mal, auf jeden Fall die Handgelenke und die Schuhe, die brauche ich nicht. Okay, das ist ein No-Brainer. Wir nehmen die Handgelenke. Da kriege ich sogar 5,22 raus. Was war ich denn da für ein Key? War ich da sogar ein Zehner mit dem? Weiß ich jetzt gar nicht, was kriege ich? Doch, ich kriege einen Zehner-Key, also war ich wahrscheinlich ein Zehner. Ich habe mit denen halt nicht so viele Keys gemacht. Seht ihr, die haben halt teilweise manche Keys nur gar nicht gelaufen, die Twinks. Ne, das ist halt die Sache. Also Squirms sind nett, dann muss ich meistens meine eigenen Keys laufen, aber das klappt dann immer schon halbwegs gut. So, dann holen wir uns gleich mal mit dem eine VZ. Was hatte ich denn da vorher drauf? Ich hatte anscheinend Geschwindigkeit. Windigkeit. Achso, okay, da gibt es jetzt ein bisschen viele auf. Die Handgelenke, das machen wir jetzt immer gleich drauf, sonst vergesse ich es bloß wieder. Ob es euch ähnlich geht. Und dann packe ich es oben in den Katalysator direkt rein, dass wir auch das Thema rauskriegen. Set drauf. Einmal angelegt. So, theoretisch könnte ich dann hier auch gleich irgendwelche Sachen upgraden. Ich dachte mir, komm, ich warte jetzt den Ding ab, den Vault, und dann grade ich mal 2 Teile ab. Komm, machen wir mal die Brust und die Hände. Hände. Jetzt noch Hose und Schuhe sind jetzt nur offen. Handgelenke müssen wir oben reinpacken. Und dann ist es eigentlich nur noch der Gürtel, den ich jetzt brauche. Und ich muss halt Hose und Schuhe noch um 1 upgraden, ne? Dann ist der Hexer eigentlich fertig gut und natürlich die Waffe. Aber das ist dann nochmal eine andere Sache. Die lassen wir dann halt jetzt erstmal noch offen und gucken mal, aussieht. Oder zur Not laufe ich Zweier-Keys oder mache einen HC-Raid. Muss ich mal schauen, was dann da mehr Sinn macht. Aber der Hexer sieht sehr gut aus. Also den einen Slot noch.
Das, ich denke mal, wenn ich jetzt mit dem 4 Keys laufe, dann habe ich auf jeden Fall die zwei Slots noch drin zum... Halt, tatsächlich fast die falschen abgegradet. Hier, die brauchen wir. Wobei, ich habe nur 6 Upgrades, ne? Also alles Chili Vanilli hier. So, dann sieht das doch gut aus. Juti, dann gucken wir weiter zum nächsten. So, als nächstes haben wir den Monk hier. Und bei dem muss ich jetzt mal gucken, wo der Stand ist. Der hat sogar auch noch ein paar Bronzebahnen. Da muss ich mal schauen. Ich habe bis jetzt immer nicht die Ringe und Trinkets und so gekauft, weil ich halt für die Waffen, ne, das aufbewahrt habe. Seht, die habe ich hier auch immer rumliegen. Lauter 519er Waffen, die ich da von dem Händler gekauft habe. Okay, also den Kopf hat er. Schultern muss ich nur upgraden, aber hat er prinzipiell. Umhang hat er. Brust hat er. Das hat er prinzipiell auch. Was fehlt denn da noch? Das fehlen eigentlich nur Schuhe, ne? Das sieht eigentlich auch schon sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, da sind die Schuhe drin. Das wäre jetzt godlike, dann müsst ihr nur noch Marken farmen und dann wäre das fertig. Ah, scheiße. Wäre ja auch zu gut gewesen. Okay, anscheinend war ich mit dem auch im LFR. Und was habe ich drin? Ich habe jetzt einen Kopf. Bringt mir eigentlich gar nichts. Und ich hätte einen Ring. Anscheinend ist sogar Versa the way to... Der Ring wäre, glaube ich, richtig gut sogar. Weil der hat sowohl... Big Versa drauf, Tempo, Lifestyle, also Gearings-technisch wäre der Ring halt echt gut. Aber vielleicht nehme ich doch die Marken, um mein Zeug abzugraden. Ich würd 6 Marken kriegen. Da spare ich mir halt einen Haufen Keys, wisst ihr? Das sind 45 Marken, müssten das sein, oder? Also dreimal. Glaub fast, das ist die bessere Wahl an der Stelle. Was müsste ich denn upgraden? Die Handgelenke müsste ich upgraden noch. Sonst. Und die Schultern. Ja, es tut zwar ein bisschen weh, aber es ist die richtige Entscheidung, hier die Marken zu nehmen. Eigentlich war es gut, dass ich noch ein LFR was war, dann kriege ich jetzt nämlich mehr Marken. Unterm Strich wäre zwar ein guter Ring, aber ich spiele ja die Chars nicht, dass die Max G kriegen, sondern es geht ja hauptsächlich bei mir um das T-Mog-Gedönse, ne? Das ist ja der Hintergrund. Können wir eigentlich gleich die Schultern oder so noch ein wenig upgraden. So. Gelenke, eigentlich ist es wurscht, wie rum wir es machen. Omni-Token habe ich mit dem rausgehauen, oder? Ja, das sieht danach aus, dass ich das rausgehauen habe. Okay. Dann graden wir mal die Schultern ab. Ach, ich habe keine Flugsteine. Okay, never mind. Aber jetzt könnte ich eins zumindest schon mal auf 4 von 6 dann machen, sobald ich Flugsteine habe. Und dann dementsprechend mit den Aspektwappen, ne, auf Max hochballern. Gut, dann hätten wir den auch durch. Was hat denn der 9er Akademie? Okay. Dann kommen wir als nächstes zum Priester. Und jetzt gucken wir mal. Also Kopf hat er, Schulter hat er, er bräuchte einen Umhang. Brust hat er, Umhang, Handgelenke brauchen wir, Gürtel brauchen wir noch und Schuhe. Okay, also der hat auf jeden Fall viele Baustellen. Ja, mal gucken, ob ich eins von den Slots bekomme. Die ganzen Tier-Set-Slots hat er, ne? Er braucht quasi alle Off-Slots. Schauen wir mal, drück mir die Daumen, dass er einen Off-Slot kriegt. Ich glaube, ich habe mit dem nur einen Key gemacht, oder? Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Der hat eine Brust gekriegt. Das bringt mir eigentlich überhaupt gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Die Teile sind natürlich auch für die Katzen. Marken wäre jetzt hier das Sinnigste. Wie sieht's im... Er braucht halt auch Marken, ne? Lasst mal kurz gucken. Ich habe auch nichts, was ich aktuell dann gleich mit den Marken upgraden könnte. Aber gut, ich werde die sicher noch brauchen. Also mit dem nehmen wir auf jeden Fall die Marken. Sonst liegt hier auch nichts mehr rum, oder? Die ganzen Waffen sind upgegradet. Ja. Naja. Auch nicht so verkehrt. Eigentlich muss ich jetzt gucken, dass ich immer noch die restlichen Slots auffülle mit LFR, dass ich da immer doch mal nochmal reingehe. Schlichtweg oben, wenn ich quasi nichts Gescheites bekomme und ich nur einen Key mache, dass ich dann ne,
die vollen Marken kriege. Weil im Endeffekt, gut, 4 LFR-Bosse, die kriegst du ja relativ schnell quasi gemacht. Da musst du ja nicht lang rummachen. Dann haben wir als nächstes hier den Demon Hunter. Mal gucken, was wir hier unten. Okay, das sind Sachen, die ich, glaube ich, ausgezogen habe. Also, wir haben Kopf schon, wir haben Schultern. Die Brust und den Umhang, den muss ich nur upgraden. Die Handgelenke, die passen auch schon soweit. Da passt ja eigentlich alles. Die hat ja kompletto... Stimmt, da war ich nochmal im Raid mit dem gewesen. Da hat er nochmal die Slots gekriegt, ne? Die Handgelenke und Gürtel. Also der ist lucky. Der hat wirklich alles. Der braucht eigentlich nur Marken zum Upgraden. Ich habe sogar hier noch einige Würmwappen. Heißt, es wäre eigentlich gut, wenn ich irgendeinen Slot hoch im Item-Level kriege, dass ich ihn direkt upgraden kann. Oder, ja gut, ich brauch ja eh noch viele Würmwappen aus, sehe ich gerade. Alter, was ist denn das für ein Vault? 2 Trinkets. Ja, okay. Das ist jetzt schlecht gelaufen. Sag's so, wie es ist. Also ich habe mit dem auch scheiß Trinkets an, glaube ich. Aber gut, ich habe 3 antike Bronzebahnen. Also ich könnte mir spätestens nächste Woche eh 2 Trinkets kaufen. Die Woche kann ich mir eins holen. Komm, dann nehme ich jetzt die Marken hier. Ich denke mal, die sind nicht mal wirklich gut. Ich glaube, die ganzen guten Trinkets waren eh alle aus dem Raid. Also klar, dieses jetzt Item-Level technisch ist jetzt besser. Oh, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Achso, das waren jetzt nur 2, ne? Klar, weil ich ja mit dem nicht im LFR war. Richtig. Richtig, okay. Naja. Dann gucken wir mal. Ja gut, ich kann jetzt eigentlich hergehen und noch das ein oder andere ein bisschen upgraden, oder? Wie viel habe ich denn... Ja, wobei, das wird wahrscheinlich mit den Flugsteinen ein bisschen... Lass mich jedes Mal 45. Warte mal, tun wir erstmal die Sachen, die ich eh schon hoch habe, upgraden. Also das hier. Hände. Na gut, da habe ich schon einiges, ne? Hose. Ja, war eine gute Entscheidung, die Marken zu nehmen. Ich glaube, da kann ich sogar gar nicht alles... Okay, für 15. Brust, die kann ich sogar jetzt nur einmal upgraden. Okay, da brauche ich ja sogar noch einen Haufen mehr Marken, sehe ich da gerade. Okay, jetzt muss ich halt schauen, dass ich einen Haufen Aspektwappen farm. Und wie viel brauche ich jetzt hier noch? Das sind 2 und das sind auch nochmal. Das sind nochmal 5-mal Aspektwappen, ne? Also da muss ich schon nochmal ein bisschen was machen. Gut, das hatte ich jetzt fast ein bisschen unterschätzt. Also da war es eigentlich gut, dass wir die Marken genommen haben. Okay, dann gucken wir mal weiter. So, das nächste, was wir haben, ist mein Worry. Das ist der Char, den ich auf Tank spielen muss, in Anführungszeichen, obwohl ich ja die Legendary Axt habe, die ich gerne mal ausprobiert hätte. Aber als Tank findet man so viel einfacher Leute und auch eine Gruppe für M+, deswegen macht es keinen Sinn. Normalerweise spiele ich den eher als Tank, ne? Also, bevor wir jetzt hier aufmachen, was brauche ich noch? Hier in meinem Worry brauche ich noch ziemlich viel. Ich brauche noch einen Kopf, der ist noch zu niedrig. Ich brauche noch Schultern, der ist auch zu niedrig. Der Umhang, der passt, der muss noch abgegradet werden. Brust ist auch zu niedrig. Handgelenke sind zu niedrig. Hände passen. Gürtel ist zu niedrig. Hose passt und Schuhe passt. Also im Endeffekt, ich brauche eigentlich alles bis auf Schuhe, Hose, Hände und Umhang. Ne? Also ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Slots. Also damit den brauche ich mit Abstand noch am meisten. Waffen sind alle soweit abgegradet, das passt, ne? Jetzt gucken wir mal, ich hoffe, ich krieg halt einen T-Slot, einen Kopf, eine Brust, irgendwie sowas. Ich habe hier auch noch eine Marke, aber die tue ich erst einsetzen für einen der T-Slots, wenn ich die anderen hab, ne? Scheiße, jetzt habe ich die Hose gekriegt. Ach, come on. Den gleichen Hals hätte ich jetzt hier nochmal. Halt in 5.19. Oder ich nehme die Marken. Bringen mir denn die Marken? Ja. Hals wäre eigentlich schon gut, ne? Das ist schon ein großes Upgrade. Aber die 2 Marken bringen mir unterm Strich mehr. Dann spare ich mir einige Keys tatsächlich. Also, ja. Das hilft leider alles nichts. Teamwork-technisch sind die Marken sinniger. Leider. Macht das jetzt Sinn, irgendwas hier schon mal abzugraden? Wahrscheinlich nicht, oder? Gut, ich könnte den Umhang, aber den... Das würde ja auch nicht reichen, da bräuchte ich ja 3 von denen, ne?
Könnte ich ein Upgrade? Ja, nee, dann lassen wir es erstmal so. Aber also bei dem muss ich noch einiges reinstecken. Also und brauche noch einiges an Drop-Glück, so wie das aussieht. Ja, gut. So, dann haben wir hier als nächstes den Paladin. Der sieht auch schon sehr gut aus. Weil ich fast ein bisschen traurig bin, weil ich muss sagen, im M+, das ist eine der Klassen, die mir am meisten getaugt haben, Paladin-Tank. Also so viel besser als manche andere Tanks, muss ich echt sagen. Richtig Spaß hat der mir gemacht. Da habe ich den Kopf schon, Schultern habe ich schon, Umhang habe ich schon, Brust habe ich schon, Handgelenke habe ich schon, Hände habe ich schon. Da ist eigentlich nur der Gürtel. Hose haben wir und das haben wir auch. Müssen halt abgegradet werden. Also ich brauche eigentlich nur einen Gürtel. Alles andere passt. Würde natürlich auch was anderes nehmen, wenn ich jetzt dementsprechend das direkt dann T-Mocken kann. Ne? Also wenn ich direkt einen Katalysator packen kann. Aber Gürtel wäre halt das Wichtigste. Jetzt drückt man mir die Daumen, dass der Gürtel drin ist. So, das letzte Teil ist immer das Schwierigste. Nein, ich dachte, das ist ein Gürtel, ne? Es sah so aus, aber es ist ein Schild. Scheiße. Und ein Rücken. Also ich könnte den Rücken nehmen, dann spa und den Katalysator packen. Dann würde ich mir 15 Aspektwappen sparen. Gut, die Handgelenke sind raus, Schild ist auch komplett raus, das macht gar keinen Sinn. Oder ich nehme die 6 Marken und was könnte ich, wie viel habe ich denn? Ich habe nur 19. Was könnte ich denn mit den 6 Marken upgraden? 6, also dreimal quasi Würm hätte ich dann. Dreimal Würm könnte ich halt die Schuhe zum Beispiel, ne? Ja, das macht wahrscheinlich echt mehr Sinn als jetzt den. Da spare ich mir einiges mehr. Ja, komm, wir nehmen die Scheiß auf den Umhang. Der ist zwar auf dem Mythos-Track, ne? Aber wie gesagt, ich werde die ja eh nicht höher upgraden, die Sachen. Dann machen wir es lieber so. Und packen das dann in die Schuhe rein. Da haben wir, glaube ich, mehr mit gewonnen. Dann hoffe ich halt, dass irgendwo jetzt auf dem Weg noch einen Gürtel droppt oder dass ich ihn halt aus dem nächsten Vault drin habe. Weil wenn ich halt jetzt zum Beispiel Zweier-, Dreier-Keys laufe, wo ich die kleineren Marken krieg, dann kommt da ja nicht quasi das Ding rum bei. Na, wie heißt's? Dann kommen quasi nicht die Items rum, die ich auf Mythic-Item-Level upgraden kann. Das ist immer so ein bisschen das Problem. So, die Schuhe haben wir jetzt auch für 15. Brauche ich die kleinen Marken eigentlich dann nur noch eventuell für den Gürtel. Gut, natürlich kann ich immer auch die Aspekt runter basteln, aber lieber nehme ich drei Würm als ein Aspekt, wenn ich es dann eh irgendwann runtersetzen muss, wisst ihr? Da habe ich unterm Strich mehr von. Gut, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir auf den nächsten Char. Und zwar haben wir jetzt hier einmal meinen Evoker. Und der hat, ja, 509 hat der Kopf, passt. Schultern bräuchte der. Umhang, Brust passt. Handgelenke passen. Hände bräuchte der. Taille passt. Hose und Schuhe passen. Also ich brauche eigentlich nur Schulter und Hände. Ich meine aber, mit dem habe ich kein so ein Token mehr. Nee, habe ich nicht. Okay, also Hände und Schultern wären gut. Ich meine, mit dem habe ich auch zwei Keys gelaufen. Ja, jetzt gucken wir einfach mal. Ist na super. Einen Ring haben wir drin und einen Rücken. Ja, der Rücken bringt gar nichts. Ich habe ja schon so einen Rücken. Und der Ring. Er hat sogar Lifesteal drauf, ne? Ich brauche sogar Crit. Also, ich habe Crit verzaubert, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich mit dem Crit brauche. Jetzt halt den kleinen Crit-Wert, aber wäre schon nicht schlecht. Also, der wäre schon ein Upgrade, aber ich schätze mal, dass ich die Wappen noch brauche, oder? Wappen des Würms habe ich 106. Lass ihn mal kurz rechnen. Weil ich brauche noch einige, oder? Also hier brauche ich einmal. Da brauche ich zweimal, ne? Haben wir drei. Dann brauche ich hier noch vier, haben wir sieben. Und dann eventuell auch noch für die Hände und Schu ja, gut. Ich muss fast die Marken nehmen. Es sind zwar jetzt nicht so viele. Der Ring wäre schon nicht schlecht, ne? Aber da muss ich Marken nehmen. Wenn ich jetzt die nicht wirklich gebraucht hätte mehr, dann hätte ich den Ring genommen, ne?
Aber das, so müssen wir fast dazu schlagen. Gut, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Jetzt haue ich schon mal die raus, die ich jetzt hier habe. Wenn wir ein bisschen höheres Item-Level haben, schadet das, denke ich mal, nicht. Also, das hier können wir schon mal nochmal um 1 ab. Oh, schau mal, da bin ich sogar am Cap von den Marken, sehe ich gerade. Dann nochmal, habe ich nochmal reingefarmt. Okay. Also das nächste Upgrade, dann könnte ich meine ganzen Waffen hier auch mal noch hochbauen. Was mal, wir können die, wenn wir jetzt eher am Cap sind, können wir die jetzt alle nochmal um 1 hochmachen. Und nicht overcappen. Die anderen Chars, die brauchen alle Marken, aber bei dem hier, ne, der ist ausgecappt, so wie es aussieht. So, dann kann ich eigentlich die Brust noch einmal. Das haben wir. Halt, ne, die Hände nicht. Das hier können wir einmal noch. Okay, wie viel habe ich jetzt noch? 44. Okay. Und das sind quasi die, die ich jetzt dann verwende für eventuelle Hände oder eine Schulter, ne? Wenn jetzt eins von denen noch droppen sollte, kann ich quasi die von, weiß ich nicht, von 1 brauche ich ja auf 4, brauche ich ja dreimal, also 45, ne? Ja gut, da reicht das sogar nicht mal. Vielleicht kriege ich nur eins durch den Vault, wenn es gut läuft. Genau. Und sonst brauchen wir mit dem jetzt aber die hohen Marken. Wobei schon einiges, ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5 fertig, ne? Also jetzt habe ich aktuell noch 3, die ich, also 45 von den Aspektwappen und dann halt gut die 2 Slots noch. Ja, schade, dass wir hier auch kein G gekriegt haben. Also ich nehme auf jeden Fall einen Haufen Marken, so wie es gerade aussieht. Naja. Als nächstes haben wir noch einen Magier. Und bei dem, der ist, glaube ich, einer meiner schlecht equipptesten Chars. Der hat 505. Der braucht noch einen Kopf. Schultern hat er, Rücken hat er. Er braucht noch eine Brust. Handgelenke braucht er noch. Hände braucht er noch. Da hat er 467 an. Uff, uff, uff. Gürtel brauche ich noch, Hose und Schuhe habe ich, Waffen sind auch alle soweit abgegradet, das passt. Ich habe jetzt einmal das Omni-Token vom Achievement und nochmal ein Omni-Token aus dem Raid. Also ich kann 2 Gear-Slots, also zum Beispiel die Hände, Brust oder Kopf, umtauschen. Wenn ich jetzt eins von den 3 Slots kriegen würde, dann würde ich meine 2 Omni-Token noch einsetzen. Das ist ein Omni-Token aus dem LFR, falls ihr euch das fragt, das bringt mir nichts. Dann könnte ich mir jetzt 3 Teile holen. Dann wird es auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aussehen. Ist halt die Frage, was jetzt da drin ist, ne? Was ich natürlich auch nehmen würde, ist einmal Handgelenke oder Gürtel. Aber Hände, Kopf und Brust oder Brust, ne? Wenn ich jetzt eins von denen kriegen würde, dann würden halt einige Items sich nach sich ziehen. Was ist da drin? Nein, ich krieg die Beine, oder? Warum? Warum? Wobei, ich war ja mit dem im Raid, ne? Ah, schau mal, da ist eine Brust. Trinket, Kopf, nice. Jetzt ist die Frage. Ich hätte jetzt mit dem. Also ich könnte jetzt, also das Cleverste wäre eigentlich, ich nehme die Brust und hole mir bei dem anderen 2 das übers Token, weil die ist am höchsten. Ne? Ich könnte aber hier, weil ich das nicht als Mock habe, mehrere Mocks noch rausziehen. Jetzt ist die Frage, was ich an Marken habe. Ich habe 105 von denen aus dem Raid. Ja, das ist jetzt die Frage, wie rum wir es machen. Komm, das ist zwar jetzt die aufwendigere Ding, aber dann ziehe ich hier nochmal einen T-Mog raus. Also wir nehmen den Kopf. Wir nehmen den Kopf. Und dann habe ich da schon mal einen T-Mog? Den kann ich ja dann upgraden und nochmal quasi umwandeln in ein T-Set. Und die beiden Sachen kann ich jetzt quasi auch nehmen und mir die T-Variante holen. Also sowohl von der Brust als auch von den Handschuhen. Das dürfte auf jeden Fall von 505 auf, ja, weiß ich nicht, wie weit das jetzt hochgeht, aber doch schon ein Stückchen, denke ich mal. Kopfverzauberung gibt es ja keinen. Also doch, es gibt eine, aber das haben diese. Obwohl, ich warte mal, ich war mit dem ein bisschen im LFR. Vielleicht könnte ich sogar mit den Chars die Kopf-VZ freischalten, fällt mir gerade ein. Ich habe ja in Amerdrasil im LFR-Zeug gefarmt. Und ich meine, ich habe die Quest mit einigen Chars angenommen. Vielleicht
Vielleicht könnte ich, wenn es nicht viel Aufwand ist, könnte ich die sogar fertig machen, dann hätten die noch eine Kopfhautzeit. Aber muss ich mal schauen, ob sich das rentiert. So, okay. Also den müsste ich jetzt noch auf Mythic quasi upgraden und dann in den Katalysator packen. Dann wäre es gut. Und hier können wir uns jetzt... Gibt es denn hier 512? Könnte ich mir jetzt quasi die Brust holen? Und die Handschuhe, wo sind denn die Handschuhe? Ist eigentlich egal, ne? Warte, wenn ich das Omni-Token nehme, wie hoch ist das dann? Halt, das ist... Die hätte ich zwar gern auf 512 und die Hände... Ja gut, das, also es ist vollkommen wurscht, wie rum ich es mache. Dann nehmen wir mal hier die Hände. Und beim anderen die Brust. Warte, ich lag mit dem Omni-Token, ne? Ich sag's euch. Ah, von 505 auf 510. Das ist doch schick. Jetzt sieht's bei dem halt auch echt nicht schlecht aus, ne? Im Endeffekt fehlen jetzt nur noch die Handgelenke und der Gürtel. Irgendwie diese Offslot-Teile, ne? Das ist bei den meisten Chars tatsächlich das Problem. Also bei dem Magier, da hat man tatsächlich Glück. Brust, dass ich es nicht vergesse, hauen wir jetzt mal noch die Werte drauf. Und dann da auch schon wieder durch. Also, das war Werte. Hier. Und dann muss ich das nur in meine Liste eintragen, was ich da jetzt gekriegt habe. Ich kann die euch am Ende auch mal zeigen, wo wir dann jetzt aktuell stehen. Da habe ich so eine Liste, wo ich halt quasi, wenn ich den Slot habe, ne, eine 1 eingetragen habe beim jeweiligen Slot und wenn ich quasi das schon abgegradet habe. Schau mal, der hat sogar Flugsteine, sehr schön. Dann habe ich es noch grün markiert, dass ich so ein bisschen eine Übersicht habe, okay, bei welchem Char muss ich noch wie viel machen. Und ja, ich kann sie euch eventuell gleich mal zeigen. Der ist hier. Da habe ich auch bei dem Magier... Warte mal, das machen wir jetzt aus, weil das Ding habe ich jetzt weg. Also ich habe jetzt quasi den Kopf noch, die Brust und die Hände. Und dann sieht man halt hier immer relativ schön übersichtlich, okay, wo sind noch große Lücken, zum Beispiel bei dem Warrior, ne, habt ihr jetzt gesehen, oder der Rogue, der kommt dann halt auch noch. Da habe ich jetzt immer noch das, wenn ich so ein Omni-Token habe, sind jetzt aktuell noch 2 Chars, wo ich einen Omni-Token habe, wo ich quasi die noch nicht gebraucht habe. Und da siehst du, wie viele Items ich quasi habe, die ich auch upgraden kann und wie viel ich noch brauche, ne? Also mit dem Druid, da habe ich das Set voll und mit dem, DH habe ich theoretisch auch alle Slots, aber noch nicht alles abgegradet. Ne? Das ist ja noch kaum hier grün. Da muss ich aber nur noch Marken farmen. Das Markenfarmen ist eigentlich das Einfachere. Die speziellen Items zu kriegen, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwierigere. Ne? Und aktuell am beschissensten aufgestellt ist eigentlich hier mein Priester und mein Worry. Gefolgt dann vom DK und... Was ist denn das? DK und... Rogue, beziehungsweise Shami, aber die schauen wir uns nachher noch an, vielleicht tut sich ja da noch ein bisschen was, genau. So, der nächste ist jetzt keiner von meinen Chars, mit dem ich unterwegs war für M+, sondern mit dem war ich unter anderem auch im LFR und einfach mal gucken, ob da vielleicht noch eins von den Stoffteilen dabei ist, die ihr aus dem LFR braucht. Nee, das ist Aberros und das ist ein Einheitkolben. Naja, gut, schade. Ich habe einige von meinen Chars, mit denen ich jetzt hier auch unterwegs war, ne, für diese Bronzebahn durch den LFR durchgeballert und habe dann zum Teil hier noch den ein oder anderen Twink so mitgenommen. Mit dem können wir jetzt aber das Gold nehmen. Also da bringen auch keine Marken was. Ich weiß ja jetzt quasi, oder ich habe jetzt festgelegt, für jede Klasse einen Char und dementsprechend, ja. Wer hier noch, was sind das, 4, 5 Items, was ich da jetzt aus dem LFR noch brauchen wird, aber ja, da soll es leider nicht sein. So, als nächstes haben wir noch mal einen Shami. Und ja, was hat denn der jetzt noch? Also Kopf passt, Schulter passt, Umhang muss ich nur upgraden, aber der passt. Ich brauche eine Brust, Handgelenke passt auch, Hände brauche ich noch, Taille passt und Hose passt auch, Schuhe brauche ich noch. Also wir haben 3 Slots, die nicht passen. Schuhe bräuchten wir, Hände oder Brust. Jetzt drückt mir mal so ein bisschen die Daumen. Brust oder Hände wäre sehr gut. Dann könnte ich, glaube ich, noch einen Omni-Token benutzen. Oder hat der noch eins? Nee, der hat keins. Der hat kein Omni-Token. Was kriege ich? Ich kriege natürlich einen Kopf. Hätte sogar einen Sockel-Slot. Und ich bekomme einen Hals. Bringt mir jetzt aber ehrlich gesagt beides nichts. Und das hier sind noch so ein paar LFR-Teile. Aber die kann ich auch in der Pfeife rauchen. Jetzt schauen wir mal. Der hat 116 von den kleinen Marken. Was muss ich denn nur upgraden? Mit dem, den Umhang muss ich nur upgraden.
Und that's it eigentlich, ne? Die anderen brauchen alles die großen Marken. Ja gut. Jetzt sagen wir mal, ich krieg die 4 Slots, also alle auf 406. 1, 2, 3, 4. Was brauche ich denn dann jeweils? 3, 45. 90, 180 bräuchte ich dann. Ja. Also gut, kann natürlich auch sein, dass ich es im Volt krieg und dann weniger brauche. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, wir nehmen lieber die Marken. Scheiß drauf, wir lassen die Halskette drin. Ich habe zwar schon einige, aber lieber packen wir noch ein paar mehr dazu und sind dann auf der sicheren Seite. Falls ich keine im Vault kriege und alle upgraden muss, wisst ihr, was ich meine? Dann macht es, glaube ich, so mehr Sinn tatsächlich. Macht so mehr Sinn. Dann haben wir jetzt damit auf jeden Fall schon mal einen ordentlichen Vorrat. Und wenn ich es dann nicht brauche, kann ich es immer noch auch in einen von den anderen Slots reinballern. Dann wäre es zwar effizienter gewesen, wenn ich den Hals genommen hätte, aber naja. Da müssen wir lieber ein bisschen Langterm denken. Okay, wir können jetzt aber den Umhang zumindest schon mal hier auf 45, auf 15 upgraden. Und für die anderen, ach doch, warte mal, ich habe sogar Marken. Ich habe sogar 15 Marken. Was nehmen wir da? Ach komm, nehmen wir gleich die Schultern. Da schon mal nochmal ein Ding mehr. Okay, das müsste ich dann in meiner Tabelle noch kurz eintragen, dass ich die jetzt abgegradet habe. Das waren Schultern Shami. Okay, gut, dann gucken wir weiter. So, als nächstes haben wir jetzt einen Shami, dem ich nicht im Plus unterwegs war, sondern wo ich im PvP ein bisschen unterwegs war. Und zwar, seht ihr, habe ich hier die PvP-Sachen an. Bin mit dem auch durch, schon fürs Elite-Set. Ich müsste jetzt halt, also eigentlich ist es wurscht, was drin ist. Wenn ein T-Mox-Slot drin wäre, wäre es nicht schlecht. Ich hoffe jetzt halt, dass ich nicht irgendeinen Off-Slot kriege. Ach, verdammte. Ah, nee, warte mal. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste ich doch ein PvP. Da habe ich anscheinend irgendeinen. Halt, Moment. Wir nehmen nicht die Hände. Wir nehmen hier die Marken und nehmen Gold. Das ist anscheinend irgendein alter Vault noch, wo ich Timewalker gemacht habe. Und da das Zeug noch nicht rausgenommen habe. Eigentlich müsste ich mal alle Chars durchloggen, aber wenn ich so faul wäre, ne? Dann könnte man jedem 1000 Gold oder so abholen. Ist das jetzt bitter, oder? Habe ich jetzt einen Kopf und den gekriegt und einen Hals hier. Ja, ich habe halt Kopf. Ach komm, ich habe 4 Slots, ne? 4. 4 Slots habe ich. Krieg genau die 2 und einen Hals. Bin ich am Überlegen, bringt mir das irgendwas? Können wir jetzt den Hals nehmen, dann hat er ein bisschen besseres Gear an der Stelle. Aber ich werde mit dem kein PvP mehr machen. Der hat hier eben 5-6er Hals. Ja, komm, das macht gar keinen Sinn. Dann nehmen wir hier das Gold, scheiß drauf. Dann regnet es jetzt nicht nur 3-mal Gold, sogar 4-mal Gold. Uiuiuiui, ich sag's euch. Ich werde reich hier. Ich hätte auch die Flugsteine nehmen können, aber die bringen mir eigentlich auf dem auch nichts. Wenn man die Battle.net-Account weit rumschicken könnte, dann würde ich die Flugsteine nehmen, ne? Für den einen oder anderen Char, den ich jetzt im Plus durchballer, wäre es nicht schlecht tatsächlich. So, dann haben wir hier noch mein Rogue. Das ist so ein bisschen das Sorgenkind noch. Und zwar, da fehlt der Kopf, da fehlen die Schultern. Umhang ist da, muss nur abgegradet werden. Es fehlt die Brust auch, also die ist auch noch nicht, die ist auch noch zu niedrig. Handgelenke sind da, müssen abgegradet werden. Hände sind da, müssen abgegradet werden. Es fehlt dann der Gürtel. Also sind es 4 Teile und die... Ah, nee. Das fehlt ja auch noch, ne? Seht ihr, das kann ich auch nicht... Ah, nee, doch. Das passt. 5,15, das kann ich nur upgraden. Das auch. Okay, also Schuhe und Hose passen. Die müssen nur abgegradet werden. Heißt, ich bräuchte jetzt den Kopf, Schulter oder die Brust. Und einen Gürtel, der ist halt auch noch offen. Ich habe auch noch einen Token, also eins von den Tierteilen könnte ich mir sogar dann noch übers Token holen. Aber selbst wenn jetzt eins drin ist, müsste ich ja noch warten, bis ich das vorletzte kriege. Und wir haben natürlich einen Umhang drin. Das bringt mir gar nichts. Der ist für... Halt, warum kann ich da jetzt nicht mein Zeug vergleichen mit? Normalerweise geht das ja gut, ich habe einen für 15er.
Dann hätte ich ein Trinket. Ich glaube, das ist sogar nicht schlecht. 5,22 ist schon big, ehrlich gesagt. Ich hätte hier eine Brust drin. Die wäre auf jeden Fall gut. Und dann hätte ich hier eine Hose drin, die wird mir nichts bringen. Also im Endeffekt, das größte Gear-Upgrade wäre wahrscheinlich das Trinket. Oh, absolut scheiß Trinkets, wenn ich jetzt mal so gucke. Aber jetzt Gearing-technisch, was am meisten Sinn macht, ist tatsächlich die Brust. Also für mein T-Mock-Gedönse. Heißt, wir nehmen jetzt die Brust und dann hoffe ich mal, dass ich die Tage noch irgendwie im M-Plus einen der beiden anderen Slots kriege. Also eine... Was war es? Kopf oder Schulter? Dann kann ich meinen Omni-Token nämlich auch noch quasi einmal einsetzen. Wie sieht es denn markentechnisch aus? Der hat 84, da können wir auch noch was upgraden. Bevor wir das aber machen, hätte ich gesagt, kaufen wir auf jeden Fall jetzt noch die Verzauberung, dass wir die nicht vergessen. Also die erweckten Werte. Machen wir, ja. Werte. Meistens sind wir nicht viel, aber das summiert sich auch über die Zeit zusammen. Also vor allem die Gürtelschnalle mit irgendwie 4k oder so, wenn man das auf jedem Char mehrmals kauft, ne, man kriegt ja doch immer wieder andere Sachen, summiert sich. Was habe ich denn? 8er-Key habe ich jetzt hier. Ich habe jetzt mit den meisten Twinks, auch wenn ich teilweise höhere hatte, die dann immer wieder auf 7 runtergesetzt, weil das andere bringt auch nichts, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ich hatte dann zum Teil 11er-Keys mit den Twinks, aber ab 7 kriege ich ja die richtigen Items, ne, und alles höher zu laufen, ja, kann man machen, aber bringt mir auch nicht mehr Gear, ehrlich gesagt, und auch nicht bessere Marken, ne. Gut, okay, dann lassen wir den Rest jetzt erstmal so stehen und hoffen mal, dass ich hier noch was kriege. Eintragen müsste ich jetzt den Schurken auch noch, also der hat jetzt die Brust bekommen. Hat noch einen Omni-Token, im Endeffekt brauche ich sogar nur noch zwei Sachen, ne. Also wenn dann Schultern oder Kopf. Und halt den Gürtel, weil das andere nimmt ja dann das Omni-Token ein, was ich hier noch liegen habe. Also das ist eigentlich auch schon ganz okay, aber einen Haufen Marken muss ich noch farmen mit dem. Nudula, dann sind wir schon auf dem letzten Char, und zwar meinem DK. Und bei dem habe ich eigentlich auch schon relativ viel Stuff. Kopf passt, Schultern, Rücken und Hände passt, Brust, ne, passt auch, muss ich halt nur upgraden. Handgelenke fehlen, Hände passen, Gürtel fehlt, Hose passt und Schuhe fehlen. Also es fehlen quasi die Offslots, Handgelenke, Gürtel und Schuhe. Es sind 3 Stück. Was sagt meine Liste? Genau. Ich hoffe, dass ich halt einen der 3 Slots kriege, ne? Mit ein bisschen Glück. Und dann könnte ich jetzt, ich glaube, ein paar Marken habe ich noch rumliegen, könnte man jetzt noch irgendwas upgraden. Ja gut, ich habe jetzt einen Ring bekommen. Schwierig. Einen Ring. Warte mal, wie viele Marken habe ich mit dem? Mit dem habe ich 100 Marken noch. Was müsste ich jetzt nur upgraden? Ja gut, der Rücken wird mir 3 kosten, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Moment. Wait, ist das ein Fake-Rücken? Den kann ich ja gar nicht upgraden, oder? Der ist auf 506. Nee, Moment mal. Warum ist denn der eigentlich erweckt? Schlachtzugsbrowser und auf 506, da passt da irgendwas nicht. Schwierig. Also den habe ich ja den Rücken auch nicht, ne? Ich dachte, weil der 506 ist, dass ich den noch auf Max hochbasteln kann. Aber der ist ja schon auf 5,8, wisst ihr? Da muss ich den habe ich falsch in der Liste drin. Ja gut, schwierig. Dann brauche ich aber einen Rücken tatsächlich auch noch. Brauche ich sogar alle Offslots. Ja, ich glaube, ich nehme die Marken, oder? Wenn ich halt 4x 45 brauche. Das sind 180. Und 100 habe ich. Ja, nee. Komm, schade, können wir den Ring nicht nehmen. Aber dann spare ich mir das Low-Key-Gelaufe. Hier noch ein paar von denen holen. So. Gut, wie viel habe ich jetzt? 149. Okay. Naja, jetzt schauen wir mal. Gerade, dass jetzt mit dem nichts Vernünftiges drin war. Nächste Woche kann ich mir dann noch ein gutes Trinket holen, wenn ich dann nochmal einen Bahn kriege. Ich habe halt, wie gesagt, jetzt erstmal die ganzen
Barren für das T-Mog-Zeug ausgegeben. Ihr seht auch hier, mit dem haben wir diese ganzen Teile im Inventar liegen, alle auf 5,19 abgegradet, aber die wollte ich halt erstmal wegkriegen, ne? Weil die fallen wahrscheinlich dann, nachdem die Awaked Raids raus sind, halt auch weg. Und ja, da wollte ich jetzt noch gucken, dass wir die T-Mogs mitnehmen. Juti, dann sind wir tatsächlich mit allen Chars durch. Ja, war jetzt durchwachsen, mit manchen habe ich ja was gekriegt, mit den meisten habe ich jetzt die Marken genommen, bringen zum Teil schon auch was und ja, jetzt laufe ich die Woche wieder ein bisschen im Plus, schauen wir mal, was da so rumkommt und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gerne beim nächsten Mal wieder, hat mich voll dabei wart, euer Tela, bis dahin, ciao.